So, fahren wir mal Artefakte. Mal sehen, wie gut die Ausbeute diesmal wird. Aber bloß nichts zu krasses. Wäre ein Feldzug. Kamisato up. Swiyu. Dance with the waves. Yes. Hold the line. Billowing surge. Grow, grow, grow. Ich betone, ich farme für ein DPS für Child, nämlich. Yikes. Ich brauche auf jeden Fall Kage oben, weil Crit hat er eher genügend. Oh, und es ist mal wieder unterirdisch schlecht. Selbst diese. Wieder einmal mehr als schlecht. Manchmal sind wenigstens die 4-Sterne-Artefakte irgendwie noch einsetzbar, aber das war Schrott. Natürlich muss es rübergehen, 4-Sterne-Artefakte, wenn man nichts anderes bekommt. Also nicht, absolut nichts, was starttechnisch sich lohnt. I see everything! With all my strength! Allow me! The Temple of Wisdom! Committed to memory! Be still! Mind the damage! Yeah, this way through the little. This dance is for you! Look at her! Hey! Share my knowledge! Cascade! Bleiben wieder welche Leute im Discord. Dass man hoffentlich nicht hört. Das wäre beim Aufnehmen. So. Das ist ein sehr krasses Piece. Wow, ich bin ja geflasht. Ja. Natürlich das Einzigste. Alles andere wäre ja zu krass. Wollen wir ja nicht. Also Blume haben wir schon mal eine. Brauchweiß. Mehr als Brauchweiß. Wenn der vierte Start blöd wird und es dann da rein wollt, ist es natürlich wieder immer Trust and Rebuild! Everyone help him! The depth of Tap, tap, make yourselves at home! Hold the line! Dance with the waves! I see everything! Wow! Covenant of the Deep! A brash maneuver! Ha! Rest and rebuild!
Be still. Wenigstens LP wäre, wenn man schon die LP will in dem Set, aber mal vorerst locken. Ist bisher ja das Beste, was kam, so wie ich mich erinnere. Es wäre schon mal schön, wenn es ein 4-Set-Bonus geben könnte, der nicht unterirdisch ist. Weil ich ziehe die alten Sachen beim Schein bestimmt nicht aus, um schlechteres Zeug anzusehen. Was meistens bei neuen Artefakten einfach so ist. Das alte Zeug ist besser und dann reißt man die Füße dann auf. Und das Netz auf. Die kommt einfach zu mir. Mind the deluge. Cascade. I see everything. All eyes on me. Everyone hold hands! Billowing surge! Allow me! Positions! Overestimated this. Schon Elementarkunde nehmen, aber das ist schlecht. Keine Ahnung. Don't know, wer das nehmen soll, außer vielleicht Beißen, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn kriege. Naja. Okay. Also Kelch haben wir definitiv keinen. Und Kopfpiece haben wir nur KT, dann ist er overcritted und dann muss man irgendwie anders an den Crit-Schaden kommen und das wird vermutlich nicht so einfach hinhauen. Das Problem hatte ich leider schon oft, auch bei meiner Ayaka und bei meinem Ayato, wo ich einfach keinen Crit-Schaden-Kopfpiece gedroppt habe und nur KT-Pieces kamen und das alles irgendwie so, ja, jenseits von Gut und Böse war. Weil mittlerweile trägt er wenigstens so etwas, auch wenn es nicht glücklich gerollt ist. Das ist ja sogar schon relativ super. Dieses Hydro-Piece geht sehr, sehr viel schlechter. Das ist aber auch irgendwie so, ja, meh. Nur meh. Und ja, über VDT freut man sich nie. Es sei denn, es handelt sich um Albedo oder Ito oder Noel oder Yunjin. Aber das war's dann auch schon. Die ganzen Geos, die freuen sich. Hätte auch besser sein können, aber auch ist in Ordnung. Und wie gesagt, es geht schlechter als das hier. Und mein Child, der trägt gerade
natürlich das Hydro-Set, das alte. Und ja, ist kein gutes Piece, muss man dazu sagen, ja. Aber ohne das hätte er keine 150 Crit-Schaden. Und ist schlecht. Ah ja, so schlürft wieder, ja. Typisch. Und das muss er sowieso anbehalten. Die 11% KT, mal sehen, ob man die wieder reinholen können. Und das ist natürlich ein solides Kater. Everything's in place and they've taken the bait. Kann man auch erreichen nochmal. Now to start reeling them in. Das ist auch so ein ganz durchwachsenes Piece. Also er hat sowieso nicht die besten an, ja. Von daher kann man da noch ein bisschen was tun. Dann gehen wir mal. Definitiv ist das ein sehr gutes. Also da kann bis auf die 19% Attacke, die er da sich geluxt hat, kann das natürlich aber auch jetzt auch in die Attacke reingehen. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Also definitiv das hier. Yes, this was a fine idea. Right. Ja, mehr haben wir nicht bekommen, ne? Schlürfi. Nicht das, was ich will. Und das ist... Oh. Gottes Willen. Das kann nur schief gehen. Aber, ja, probieren wir auch aus. Und, ja, und das ärgert mich am meisten. Ja, Heilungsbonus. Das könnte noch ganz okay werden. Everything's in place and they've taken the bait. Ja, und die anderen sind alle so Wegschmeißteile. Now to start reeling them in. Höchstens das. Wenn schon. Die anderen schlecht. So, jetzt gucken wir mal die Ausgangsstarts. Natürlich ganz viele Attacke erstmal weg. Und ich meine, er hatte vorhin 150 im Dreh. KT braucht ja eigentlich nicht so viel jetzt. Von daher, schwierig. So, das beste Piece zuerst. Das war das hier. Mal sehen, ob ich überhaupt alles upgraden kann. Oder ich wieder zu leer bin an Artefakten. Mal sehen, was dabei passiert hier. Ich muss immer so lachen, wenn Ayato anfängt zu schlürfen. Was er 90% der Zeit zu tun scheint. Und ja, von den ganz brauchbaren Sachen geht etwas sehr Unbrauchbares rein. Es hätte jetzt wenigstens noch Elementarkunde kommen können. Das wäre natürlich nicht so schlimm dann, wenn es da reinrollt. Aber das... Oh Gott, ich sehe es schief gehen. Ich hab jetzt schon vom ersten Rollen an. Als wenn ich jetzt gewusst hätte, dass genau das passiert. Aber bitte nicht noch ein zweites Mal. Das wäre so traurig, das ist so fies. Ja, ja, das passiert jetzt, oder? Weltwunder. Oh mein Gott. Natürlich kann ich gerne das letzte Mal an die Maus probieren, ne? Sollte an ihm als einzigen Charakter bisher gut sein. Wow. Mag mich ja heute. Ich bin ja ganz gut hier. Ja, ich werde Probleme haben mit dem Upgraden. Ja, es ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Es würde mir recht sein, wenn es sogar noch einmal in den KT reingeht. Wobei nein, eigentlich gar nicht. Weil ich werde ja dieses KT-Piece für den Kopf erstmal haben. Es ist alles immer so schwierig. Wie ich sagte, er schlürft 90% der Zeit. Ja, es ist... Definitiv.
immer noch besser, wenn er das alte Zeug sich wieder ansieht. Natürlich schon ein bisschen anders aus. Nicht optimal, ich hätte gerne mehr Crit-Schaden, aber das hat so lange gedauert, um diese Stats überhaupt zu erreichen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte auch irgendwann, nachdem Ayaka einigermaßen gut ausgestattet war, keine Lust mehr, diese zu haben. Und es hat echt lange gedauert, damit sie auf 244 Crit-Schaden kommt. Ich weiß, es gibt Leute, die sind noch schlimmer drauf. Die haben dann 300, weil alles super krass rollt, aber bei mir, ja, es geht immer irgendwas schief. Ich meine, das ist ja schon noch okay, obwohl die Unterstarts jetzt nicht alle geil sind. Das ist okay gewesen, ja. Das ist okay gewesen. Da fahre ich dann nicht weiter bei sowas. Das ist natürlich eine austauschbare, ne? Die Feder ist ja toll, dass sie in den Angriff gegangen ist, aber die Verteidigung, das hätte nicht sein müssen. Und ja, das ist halt auch so. Ich war eigentlich froh. Also komme ich wieder. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I inform them of my plans today. Panic stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Ja. Yes, this was a fine idea. Was wollte meine eine Zuschauerin noch sehen? Meine Eier wollte sie sehen, mein Eier wollte sie sehen. Hat auch gedauert. Und er hatte vorher nicht das hier an. Er hatte vorher das hier an. Was ich ihm tatsächlich damals extra gepult hatte, weil ich nicht zufrieden mit ihm war. Weil, keine Ahnung, egal was ich ihm angezogen habe, ob Flöte oder sonst was, es war schlecht. Dabei ist er gar nicht so schwer zu bauen, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Aber die KT sind natürlich, alle Waffen, die KT oder Crit-Schaden haben, die sind natürlich sowas purer Luxus. Und ja. Seine Artefakte. Lachendes Auge und weinendes Auge. Everything's in place and they've taken the bait. LP einmal in der. Yes. Now to start reeling them in. Nicht, dass er die KT so unbedingt bräuchte, aber ja, er hatte vorher KT an. Ich glaube, es war sogar. Nee, es war nicht das. Es war auch nicht das, es war das hier. Das trug er vorher. Um überhaupt ans Crit zu kommen. Das ist ein auch ein okay Piece. Da war ich auch so okay. Jede Menge Elementarkunde. Ist jetzt gerade durch Blumen und Hyperblumen jetzt nicht unbedingt so schlecht. Und auch. Wenn ich ihn mit Yoimiya spiele, ist das natürlich auch nicht das Schlechteste, was man haben kann, Elementarkunde, wegen der Reaktion. War nicht das, was ich wollte. Ich wollte den Crit-Schaden, natürlich. Da, die VDT mal wieder. Das Spiel ist VDT verseucht. Echt, echt wahr. Ich frage mich, warum es grundsätzlich gerne da reinrollt. Es ist wie ein Fluch. Ja, da, dass ich erstmal alles an Zitaten genommen. Was nicht schlecht ist. So, wer waren da noch? Bei Kasua weiß ich jetzt gerade nicht, ob der gewünscht war. Ist doch nichts Wildes. Erstens mal ist das nicht wild. I'm sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. Und das ist halt irgendwie so. As soon as I remember what er mag VDT auch sehr gerne. Ich meine, da habe ich jetzt nicht so mich beschwert über die Elementarkunde. Aber da, nochmal.
gute Idee für Kasua. I don't want to die. Oder was war sein Problem? Da ist auch ein bisschen Elementarkunde gekommen und ein bisschen KT, aber ist ja trotzdem unterkrittet immer noch, weil ich ihn ja relativ wie ein Hybrid spiele. Everything's in place and they've taken the bait. Ich mag sowas nicht. Yes. Das ist natürlich. Now to start reeling them in. Würden viele Kasuas vermutlich ablehnen, wie auch immer. Weil sie gar kein DPS mit ihm machen wollen, was eigentlich sehr schade ist, da er doch sehr viel Damage machen kann. Und ja. Meine Yulmia war es noch, die noch gewünscht war. Und auch nur halb so wild. So, fangen wir mit der Maske an. Die schlechte Maske mit der Elementarkunde. Das ist fast schon für, keine Ahnung, Ayator gebaut irgendwie. Solo bei mir. Purer Schmelzen. Schmelzen mit Ayaka und. Oh Gott, was war? Das andere nochmal. Jetzt ist irgendwie das englische Wort hängen geblieben mit Vaporize, aber. Verdampfen, genau, verdampfen. War das andere, was ich doch ganz gerne mit ihr spiele. Ich meine, ihre Artefakte, das ist so. Ewig gefarmt. Angezogen, was da war dann. Und davon ist das hier noch so richtig krass gewesen, ja. Und das hatte ich nicht von Anfang an. Das, weiß gerade gar nicht mehr, ob sie das anhatte. Bin ich mir sicher, ich muss gucken. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainer's faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Das ist jetzt natürlich, die Attacke ist halt weg und das merkt man gar nicht so sehr. Aber das ist ja eigentlich relativ gut auch geworden, ne, wie man sieht. Also besser als das auf jeden Fall. Also die 9% KT, die kann ich verschmerzen. Ich meine, die sind ja 7, dann sind es halt 2%, die fehlen. Und schon wieder Discord. Und ja, da hat sie sich halt KT genommen, was sie auch gebraucht hat natürlich. Ne? Und das ist ein relativ ordentliches Piece geworden auch. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Falsch. Now to start reeling them in. Das trägt sie nicht. Aber das ist. Passt mir gar nicht. Aber Pyro auch nicht besser, was meine Glee trägt. Wo ist mein Diluc? Das ist nicht das. Ich sehe gerade nicht, wo Diluc sein Piece. Da. Das ist auch so ein. Ja, so ein bisschen gut, aber nicht so ganz gut. Generell, der Herr, er und sein Bruder haben grundsätzlich alle seine Attacke gekrallt, was sie wollen. Das ist normal, ne? I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Hier 14. Yes, this was a fine idea. Hier Nummer 8. Das KT fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Oh mein Kaya? Der war genauso drauf wie sein Bruder. 15? 23,3? Da mal nicht, da VDT, weiß der Geier warum, ne? Da 15 und hier nochmal 12. Also die beiden, die waren regelrechte Attacke-Fresser. Habe ich bei kaum jemanden so schlimm erlebt. I'm sure I've forgotten something. Ja, I forgot. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. Oh man. Ja. Direkt die Schlürfen hinterher. Oh.
Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. I'm sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. Das Video. Stellt gern wieder Fragen, falls ich irgendwas vergessen habe, und dann kann man immer mal wieder sich das angucken und analysieren, und was ist gut und was ist schlecht und was ist so mittelprächtig, und ich würde sagen, bei mir ist alles so mittelprächtig. Weißt du was, Ayato? Ruhe jetzt. Ja, der Scam-Banner. Ich habe das richtig geschrieben, ja, ich glaube schon. Wenn man nicht massenhaft Urgestein hat, dann lasst die Finger von diesem Banner. Der Waffenbanner ist so ziemlich das Schlimmste, was existiert in diesem Spiel. Man kann Glück haben, man kann auch sehr viel Pech haben. Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. So, in diesem Sinne, ich will mich weiter mit unseren Chats langweilen. Wir sehen uns.